Amen. Amen. Okay, yesterday we arrived at the point where we were about to start of the number 4 in the 2520. Also gestern sind wir bis an den Punkt gelangt, wo wir über die Nummer 4 und die 2520 sprechen. You will find this on page 115. Ihr findet es dazu auf Seite 115 in euren Begleitheften. I just put on the chart again and resume what we have said and seen so far. Ich habe an die Tafel schon mal nochmal das aufgezeichnet, wo wir gestern stehen geblieben sind. We started with the four steps of rebellion in heaven. Wir haben begonnen mit diesen vier Schritten der Rebellion im Himmel. And through Ellen White, we could identify that everything started with pride and jealousy. Und wir konnten sehen und identifizieren, dass alles mit dem Stolz und mit der Eifersucht begann. And then was followed by the three steps of mysterious secrecy, false message and an open rebellion. Und dann folgten die drei Schritte der geheimen Secrecy, die geheimen Kammern, der falschen Botschaft und dann die offene Rebellion. Yeah, basically the same words we saw the Bible applies in Ezekiel 8. Und dann haben wir Ezekiel 8 etwa die gleichen Worte dann gefunden. The four abominations. Die vier Gräuel. The image of jealousy stands at the beginning. Wo das Bildnis der Eifersucht am Anfang steht. And then three further steps led to the Sunday worship. Und letztlich dann die drei Schritte hin zur Sonnenanbetung führten. Right, and then we draw another line, which is the parallel to the four last kings of Judah. Und dann haben wir noch eine Linie gezogen, die parallel steht, und das sind die vier letzten Könige von Juda. We also said these are not chronologically the four last. Und wir haben auch gesehen, dass es nicht chronologisch die letzten vier sind. But there are several reasons to see them in this line here as the four last kings. Aber es gibt einige Gründe, sie jetzt als die letzten vier zu sehen. One line is the meaning of their names. Die nächste Linie ist die Bedeutung ihrer Namen. Which are connected to specific events in Millerite history and our history. Die ich dann in der Millerite-Geschichte verbunden habe und in unsere heutige Zeit. We'll explain this a little bit more when we now go into this study here, opening up Leviticus 26. Und wir werden jetzt tiefer in das Studium einsteigen, wenn wir 3. Mose 26 aufschlagen. I'm sure you have studied this already and you have been teaching this to other friends of yours, to churches. Und ich bin mir schon sicher, dass ihr das studiert habt und wahrscheinlich auch schon anderen Geschwistern in der Gemeinde geteilt habt und ihnen gelehrt habt. Nevertheless, there's something that we did not teach in the past years. Und trotzdem gibt es da etwas, was wir so in den letzten Jahren nicht gepredigt hatten. And this is the connection of the 2520 or the seven times time prophecy. Und das ist die Verbindung der 2520 oder dieser siebenfachen Zeitprophezeiung. To a process, a fourfold process. In Verbindung mit diesem vierstufigen Prozess. So let's go into the text and start reading at verse 18. Lasst uns nun in den Text einsteigen in Vers 18. I think it has not been hidden to you that how the Bible describes the punishment here. Und ich denke, es ist euch nicht verborgen, wie die Bibel hier diese Strafe darlegt. As a progressive. Sie ist nämlich fortschreitend. Okay, so we'll see. Start reading at verse 18. Also wir fangen nun in Vers 18 an zu lesen. And if you will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you seven times more for your sins. And I will break the pride of your power, and I will make your heaven as iron and your earth as brass. Vers 18. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch siebenmal mehr bestrafen um eurer Sünden wille. Und ich will euren harten Stolz brechen. Ich will euch den Himmel machen wie Eisen und die Erde wie Erz. So let's see our first text that we have here from written by Josiah Litch.
Und wir möchten nun in den ersten Text einsteigen, der von Josiah Litch geschrieben wurde. In Prophetic Expositions, Volume 2. In diesem Buch Prophetische Exposition im zweiten Band. With the headline, The Pride of the Power. Wo wir die Überschrift sehen, der Stolz der Macht. The government of the kingdom of Israel was completely broken for the first time in the days of Manasseh, king of Judah, when the captains of the host of Assyria came to Jerusalem and took it, and took Manasseh among the thorns and bound him with feathers and carried him to Babylon. Die Regierung des Königreichs Israel war das erste Mal vollständig gebrochen in den Tagen Manasseh, des Königs von Juda, als die Generäle des assyrischen Heers nach Jerusalem kamen und es eroberten. Und sie fingen Manasseh mit Haken, banden ihn mit Ketten und brachten ihn nach Babylon. Before that, Judah had sometimes been oppressed by their enemies and sometimes Israel, but one or the other of the two kingdoms remained independent up to the time when both were carried away captive and the pride of the power was broken. Zuvor war Juda einige Male von seinen Feinden unterdrückt worden, Israel ebenfalls. Aber eines der beiden Königreiche war bis zu diesem Zeitpunkt immer unabhängig gewesen, als schließlich beide in die Gefangenschaft weggeführt wurden und der Stolz ihrer Macht gebrochen war. This captivity, according to all chronologers, was 677 BC. It was to continue in a tributary and captive state for 7 times or 25-20 years. Diese Gefangenschaft war allen Chronisten zufolge im Jahr 677 vor Christus. Sie mussten in einem Zustand der Tributzahlungen und der Gefangenschaft bleiben für 7 Zeiten oder 2520 Jahre. So, this is how the pioneers understood this expression, the pride of the power was broken. Also wir haben hier gesehen, wie die Pioniere diesen Begriff, der Stolz der Macht, die gebrochen wurde, verstanden haben. And I think for myself I understand this remembering how the story of the kings started. Und mich erinnert es an die Geschichte, wie die Könige überhaupt begonnen haben. Exactly. They were not very proud. The people of God were not very proud that they only had a prophet or a judge sitting somewhere under a tree, for example. Und das Volk Gottes war jetzt nicht so stolz auf die Propheten, die sie hatten, die zum Beispiel unter einem Baum saßen. They were jealous that the other nations had strong and rich kings. Sie waren auf die anderen Völker so neidisch, weil diese hatten reiche, starke Könige. So this is why they demanded from the Lord a king for themselves. Aus diesem Grund haben sie dann Gott um einen König gebeten. And the Lord gave them kings and they had reason to be proud of their kings. Und Gott hat ihnen dann Könige gegeben und jetzt hatten sie allen Grund, stolz auf diese Könige zu sein. So this was the pride of their power. Das war also dieser Stolz ihrer Macht. But as Litch says, it has been broken for the first time with the king Manasseh. Und wie Josiah Litch jetzt hier geschrieben hat, das ist diese Macht und dieser Stolz ist das zum ersten Mal gebrochen worden, als Manasseh in Gefangenschaft geführt wurde. And therefore we can connect the first mention of the 7 times in Leviticus 26 to this king, to Manasseh. Und aus diesem Grund können wir jetzt diese erste Erwähnung der 7 Mal in 3. Mose 26 mit dem König Manasseh in Verbindung bringen. Let's also read the next paragraph. But he reigned as a tributary and dependent on the king of Assyria, and so did all the kings who succeeded him in Jerusalem, as Nehemiah testifies. After rehearsing the whole history of the church, the establishment of the kingdom of God's covenant of mercy and the revoltings of Israel, and their punishment according to God's threatening, he then comes down to the great punishment and recalls the desolation which had come upon them since the time of the kings of Assyria unto that day. In this passage, he distinctly recognizes the captivity under the Assyrian kings as the great trouble and testifies that it had continued to this day and it had continued ever since. The kingdom will be no more until he comes, whose right it is. Wir lesen auch noch den nächsten Paragraphen. Aber er regierte als Tributzahler und in Abhängigkeit vom König Assyriens. Und so war es mit allen Königen in Jerusalem nach ihm, wie Nehemia bezeugt. Nachdem die ganze Historie der Gemeinde ihre Etablierung des Königreichs, Gottes Bund der Gnade,
die Empörungen Israels und ihre Bestrafung gemäß Gottes Drohung beschrieben wurden, beschreibt er nun die große Strafe und zeichnet die Zerstörung auf, die über sie kommen musste seit den Tagen der Könige von Assyrien bis zu jenem Tag. In diesem Abschnitt erkennt er die Knechtschaft unter den assyrischen Königen deutlich als die große Drangsal an und bezeugt, dass sie bis zu jenem Tag andauerte und noch andauert. Das Königreich wird nicht mehr sein, bis derjenige kommt, dessen Recht es ist. All right, so let's see a second witness. This is from Apollos Hale. Lasst uns nun auch einen zweiten Zeugen anschauen von Apollos Hale. He asked the question, why commends the seven times at the captivity of Manasseh? Und er fragt hier, warum sollen die sieben Zeiten mit der Gefangennahme Manasses im Jahr 677 vor Christus beginnen? The prediction itself points to that event. The first form of their punishment stated in connection with the first mention of the period is, and I will break the pride of your power. Die Voraussage selbst deutete auf das Ereignis, die erste Form ihrer Bestrafung in Verbindung mit der ersten Erwähnung dieser Periode ist, und ich werde den Stolz deiner Macht brechen. Okay, now he explains why, what does it mean? He says, if the kingly form of civil government is here referred to, it was never broken until the captivity of Manasseh. Und wenn wir weiterlesen, werden wir, erklärt es weiter. Wenn hiermit die monarchische Form ziviler Regierung gemeint ist, so wurde diese bis zur Gefangennahme Manasses niemals gebrochen. Okay, and he repeats the same logic as Litch. And then, just let's read the last sentence. Manasseh was the pride and the ruin of the Jews. Und er geht dann weiter und bringt dieselbe Logik wie Josiah Litch auf. Und wir lesen jetzt den letzten Satz in diesem Abschnitt. Manasseh war der Stolz und der Ruin der Juden. Okay, so this is... By this way we connect the first mention of the seven times to the king Manasseh and the first step in the four-step process. Auf diese Weise können wir also jetzt diese erste Erwähnung der siebenmal mit dem König Manasseh in Verbindung bringen. Und so sehen wir hier also diesen ersten Schritt. And let's jump to page 117, the last quote. Lasst uns nun auf Seite 117 springen und dort das letzte Zitat lesen. This is from Prophet and Kings. Aus Propheten und Könige. Faithfully, the prophets continued their warnings and their exhortations. Fearlessly, they spoke to Manasseh and to his people, but the messages were scorned. Backsliding Judah would not heed. As an earnest of what would befall the people, should they continue impenitent, the Lord permitted the king to be captured by a band of Assyrian soldiers, who bound him with feathers and carried him to Babylon, their temporary capital. Getreulich fuhren die Propheten mit ihren Warnungen und Mahnungen fort. Furchtlos sprachen sie mit Manasseh und seinem Volk. Aber die Botschaften wurden verachtet. Das abtrünnige Juda wollte sie nicht beachten. Als Anzahlung dessen, was über das Volk kommen werde, wenn es weiterhin unbußfertig bliebe, ließ der Herr es zu, dass ihr König von einer Schar assyrischer Soldaten gefangen genommen wurde. Sie legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel, ihrer zeitweiligen Hauptstadt. So this word earnest you also can translate or understand as a foretaste. Und dieses Wort, was jetzt hier im Deutschen als Anzahlung übersetzt wird, kann man auch als ein Vorgeschmack übersetzen. So Manasseh, which is connected to the first seven times, he is a foretaste. Also Manasseh hier, der mit dem ersten Schritt in Verbindung steht, ist sozusagen der Vorgeschmack. He is a foretaste of the captivities that would come upon God's people in the future. Er ist der Vorgeschmack auf die Gefangenschaft, die auf das Volk Gottes kommen wird. And the captivities did not come with the three kings in between. Und die Gefangenschaft kam dann nicht mit diesen drei Königen, die da dazwischen aufkamen. But with Jehoiakim. Aber dann mit Jehoiakim. Jehoiachin und Zedekiah. Jehoiachin und Zedekiah. Okay, so this is another connection that we can establish between Manasseh as the first of the last. Und das ist noch eine weitere Verbindung, in der wir sehen können, dass Manasseh der erste von den letzten vier ist.
Okay. Nevertheless, let's go back. We jumped the other text that we had here on page 116. Also lasst uns zurückkommen. Wir haben einige Zitate übersprungen auf Seite 116. Because when you remember the text that we read, Leviticus 26:19. Wenn ihr euch erinnert, wir haben 3. Mose 26, Vers 19 gelesen. The Bible also says, I will make your heaven as iron and your earth as brass. Und dort haben wir gelesen, ich will euch den Himmel machen wie Eisen und die Erde wie Erz. So let's read text 25. Lasst uns dazu das Zitat 25 lesen. Satan's craft was most successfully used against those who are depressed. When discouragement threatens to overwhelm the minister, let him spread out before God his necessities. It was when the heavens were as brass over Paul that he trusted most fully in God. More than most men, he knew the meaning of affliction. But listen to his triumphant cry as, beset by temptation and conflict, his feet press heavenward. Okay, so in white, yeah. Sorry. Es heißt, Satan ist in der Anwendung seiner List besonders bei Niedergeschlagenen sehr erfolgreich. Jeder Prediger sollte daher, wenn er entmutigt zu werden droht, seine Nöte Gott unterbreiten. Als die Himmel über Paulus wie Erz zu sein schienen, setzte er sein Vertrauen ganz auf den Herrn. Und er wusste mehr als die meisten Menschen, was Drangsal wirklich bedeutet. Aber hören wir seinen Siegesruf, in den er inmitten von Versuchung und Kampf ausbrach, wobei er seinen Fuß himmelwärts setzte. Okay, and White compares, explains what brass means. Hier erklärt nun also Ellen White, was Erz bedeutet. She says this is the affliction of Paul. Es ist diese Drangsal? Es ist diese Drangsal, die Paulus hatte. Yeah. Oh, as you have it here, right? Anfechtung. Oder Anfechtung, genau. Ja, danke. And then 26. Ahab knew that it was by the word of God that the heavens had become as brass. Yet he sought to cast upon the prophet the blame for the heavy judgments resting on the land. Zitat 26. Ahab wusste, dass durch das Wort Gottes die Himmel wie Erz geworden waren. Trotzdem wollte er dem Propheten die Schuld an den schweren Strafgerichten aufbürden, die auf dem Land lasteten. Okay, brass compared also to judgments. Hier wird also auch das Erz mit Strafgerichten in Verbindung gebracht. Everything that had been said in advance, now the Lord applied on Manasseh. Also alles, was schon zuvor gesagt wurde, findet nun Erfüllung in Manasseh. Iron and brass came upon him. Affliction and judgment. Eisen und Erz kamen über ihn, also die Anfechtung und das Gericht. All right, so 27 also, this just an adds a little bit to this. Adds another line to this, yes. Das Zitat 27 ist nochmal ein Zusatz, noch eine andere Linie. God had said that his people should be saved, but the yoke he would lay upon them should be light, if they submitted uncomplainingly to his plan. The servitude was represented as a yoke of wood, which was easily borne, but resistance would be met with corresponding severity, represented by a yoke of iron. Gott hatte gesagt, dass sein Volk bewahrt werden sollte, dass das Joch, welches er ihnen auferlegen würde, leicht sein sollte, wenn sie sich ohne Murren seinem Plan unterordnen würden. Ihre Knechtschaft wurde durch ein hölzernes Joch dargestellt, welches leicht zu tragen war. Widerstand jedoch würde mit entsprechender Härte begegnet werden, dargestellt durch das eiserne Joch. Okay, this is bondage, but this is even severe now, what's going to happen under Manasseh. Also es bedeutet Knechtschaft, aber es ist wirklich ernst, was jetzt mit Manasseh passiert. Right, so let's see the second seven times in verse 24. Lasst uns nun die verse 22. Zweitens siebenmal anschauen und das ist in Vers. Okay, we can start 21. Vers 21. And if you walk contrary unto me, and I will not hearken, and will not hearken unto me, I will bring seven times more plagues upon you according to your sins. I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children, and destroy your cattle, and make you few in number, and you and your ways shall be desolate.
Vers 21, wenn ihr euch mir aber noch weiter widersetzt und mir nicht gehorchen wollt, so will ich euch noch 7-mal mehr schlagen, entsprechend euren Sünden. Und ich will wilde Tiere unter euch senden. Die sollen euch eurer Kinder berauben und euer Vieh ausrotten und eure Zahl mindern und eure Straßen sollen öde werden. So what do these wild beasts stand for? Für was stehen nun diese wilden Tiere? Let's read quote number 29. Lasst uns dazu das Zitat 29 lesen. 7 times in Nebuchadnezzar's dream was fulfilled in 7 years. Nebuchadnezzar, for his pride and arrogancy against God, was driven among the beasts of the field and was made to eat grass as oxen until 7 times passed over him and until he learned that the Most High ruled in the kingdoms of man and gave it to whosoever he would. This being a matter of history and as an allegory or sample to the people of God for their pride and arrogancy in refusing to be reformed by God and claiming the power and will to do these things themselves, they too, like Nebuchadnezzar, must be driven among the beasts of the field, and then in brackets, meaning the kingdoms of the world, until they learn the sovereignty of God and that he dispenses his favors to whomsoever he will. William Miller's works. 7 Zeiten in Nebukadnezars Traum wurden in 7 Jahren erfüllt. Nebukadnezars wurde wegen seines Stolzes und seiner Arroganz gegenüber Gott unter die Tiere des Feldes getrieben und wurde dazu gebracht, Gras wie ein Ochse zu essen, bis 7 Zeiten über ihn verstrichen waren und bis er gelernt hatte, dass der Allerhöchste das Königreich des Menschen regierte und demjenigen gab, wem er es wollte. Das ist ein Ereignis der Geschichte, ein Gleichnis oder Beispiel für das Volk Gottes bezüglich ihres Stolzes und Arroganz, weil sie sich weigerten, sich von Gott läutern zu lassen. Sie beanspruchten die Macht und den Willen, diese Dinge selbst zu tun. So müssen sie wie Nebukadnezar unter die Tiere des Feldes ausgestoßen werden, in Klammern, gemeint sind hier die Königreiche der Welt, bis sie die Oberherrschaft Gottes anerkennen und er seine Gunst denjenigen zukommen lässt, wem er will. You can open 2 Kings 24, chapter 2, verse 2, I mean. Wir können dazu noch 2. Chroniker aufschlagen, das Kapitel 24. Start at verse 1, brother, I think. In these days, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up, and Jehoiakim became his servant 3 years. Then he turned and rebelled against him. And the Lord sent against him bands of the Chaldees, and bands of the Syrians, and bands of the Moabites, and bands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord, which he spake by his servants and the prophets. Entschuldigung, 2. Könige 24 und dort ab Vers 1. In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf und Joachim wurde ihm 3 Jahre lang untertan. Danach fiel er wieder von ihm ab. Da sandte der Herr Truppen gegen ihn aus Chaldea, aus Aram, aus Moab und von den Ammonitern. Die sandte er gegen Juda, um es zugrunde zu richten, nach dem Wort des Herrn, das er durch seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. These are the wild beasts that were sent among God's people. Also hier, dies waren die Tiere, die unter Gottes Volk oder zu Gottes Volk gesendet wurden. Like Miller says, meaning kingdoms of the world. So wie wir gelesen haben, wie William Miller gesagt hat, die Tiere sind die Königreiche der Welt. And then you can see in verse 3, interestingly, the Bible connects the history of Jehoiakim to Manasseh. Und interessant können wir nun lesen in Vers 3, dass die Bibel hier Joachim mit Manasse verbindet. Surely at the commandment of the Lord came this upon Judah, to remove them out of his sight, for the sins of Manasseh, according to all that he did. Fürwahr, nach dem Wort des Herrn kam das über Judah, damit er sie von seinem Angesicht hinweg täte, um der Sünden Manasses willen, für all das, was er getan hatte. Because Manasseh is an earnest of what would befall the people. Wir sehen hier also, dass Manasseh der Vorgeschmack ist für das, was noch geschehen sollte. And as we just read, the Bible connects what happened to Joachim directly to Manasseh. Und wie wir gerade gelesen haben, verbindet die Bibel, was Joachim passiert ist, was mit ihm passiert ist, direkt mit Manasseh. Okay, and in verse 22 we also read that
that the wild beast will rob you of your children. Und wir haben in 3. Mose 26, Vers 23 auch gelesen, dass die Kinder geraubt werden. Okay, and this you can see, this you see happen in history in Daniel 1, verse 1. Und das können wir auch in der Geschichte lesen, in Daniel 1, Vers 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with part of the vessels of the house of, the God, of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God. And he brought the vessels unto the treasure of his God. Okay. And then, you know, and then he spake unto Ashpin, the master of the eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel. Also Daniel 1, Abvers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinea, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von dem Vornehmsten sein sollten. So this is another testimony that the second seven times has something to do with Joachim. Also hier sehen wir nun einen zweiten Zeugen dafür, dass Joachim etwas mit diesem zweiten Schritt zu tun hat. Let's go and open up another text. We find it in Jeremiah chapter 36. Lasst uns auch einen weiteren Text aufschlagen, den wir in Jeremia 36 finden. It's a longer passage or incident, but we'll just take a few verses. Also es ist eigentlich eine längere Geschichte, aber wir möchten jetzt ein paar Verse herauspicken. Starting at verse 1. And it came to pass in the fourth year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, that this word came unto Jeremiah from the Lord, saying, Take thee a roll of a book, and write therein all the words that I have spoken unto thee against Israel, and against Judah, and against all the nations, from the day I spake unto thee, from the days of Josiah, even unto this day. Und wir lesen ab Vers 1. Und es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Da ging dieses Wort vom Herrn an Jeremia. Nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe, über Israel und über Juda und über alle Völker, von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis zu diesem Tag. Okay, let's jump to, and then he writes it down. He does not write it by himself. He uses Baruch to write it. Also Jeremia fing dann an, das aufzuschreiben. Es war nicht er selbst, sondern er hat Baruch dazu, hat ihm geholfen, oder Baruch hat es aufgeschrieben. And then he brings the text to the princes or to the leaders. Und dann brachte er diese Worte zu den Prinzen beziehungsweise den Vorstehern und den Leitern. And let's continue verse 16. Lasst uns im Vers 16 weiterlesen. Now it came to pass, when they had heard all the words, they were afraid, both one and other, and said unto Baruch, We will surely tell the king of these all these words. And they asked Baruch, saying, Tell us now, How didst thou write all these words at his mouth? Und es geschah, als sie alle Worte gehört hatten, da sahen sie einander erschrocken an und sprachen zu Baruch, Wir müssen dem König alle diese Worte berichten. Und sie fragten Baruch und sprachen, Sage uns doch, wie hast du alle diese Worte aus seinem Mund aufgeschrieben? And Baruch answered, He pronounced all these words unto me with his mouth, and I wrote them with ink in the book. Then said the princes unto Baruch, Go hide thee, thou and Jeremiah, and let no man know where ye be. And they went into the king, into the court, and they laid up the roll in the chamber of Elishama, the scribe, and told all the words in the ears of the king.
Da antwortete ihn Baruch. Er sagte mir alle diese Worte mündlich vor und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. Da sprachen die Fürsten zu Baruch: Geh hin und verbirg dich mit Jeremia, damit niemand weiß, wo ihr seid. Und sie gingen in den Hof zum König, nachdem sie die Rolle in der Kammer Elishamas des Schreibers niedergelegt hatten, und berichteten alle die Worte vor den Ohren des Königs. Da sandte der König. Hattest du es soweit gelesen? No. Sorry. Yeah. Okay, alright. So the king sent Jehudi to fetch the roll, and he took it out of Elishama, the scribe's chamber, and Jehudi read it in the ears of the king and in the ears of all the princes which stood beside the king. Now the king sat in the winter house in the ninth month, and there was a fire at the hearth burning before him. Da sandte der König von Jehudi, um die Rolle abzuholen, und er brachte sie aus der Kammer Elishamas, des Schreibers, und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Fürsten, die bei dem König standen. Der König aber saß im Winterhaus, denn es war im neunten Monat, und der Kohlentopf brannte vor ihm. And then it says, and it came to pass that when Jehudi had read three or four leaves, he cut it with the penknife and cast it into the fire that was on the hearth, until all the roll was consumed in the fire that was on the hearth. Und es geschah, so oft Jehudi drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt er sie mit dem Schreibermesser heraus und warf sie in das Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfes verbrannt war. So let's read a few texts here, starting with number 30. Lasst uns dazu noch einige Texte lesen und wir beginnen mit dem Zitat 30. To see what this means. Um zu sehen, was dies nun bedeutet. One thing is certain, those Seventh-day Adventists who take their stand under Satan's banner would first give up their faith in the warnings and reproofs contained in the testimonies of God's Spirit. Eine Sache ist gewiss, diejenigen Siebenten-Tags-Adventisten, die ihre Stellung unter dem Banner Satans einnehmen, werden als erstes ihren Glauben an die Warnungen und Zurechtweisungen aufgeben, die in den Zeugnissen des Geistes Gottes enthalten sind. 31.1 Have not the hearts of Christ's disciples burned within them as he talked with us by the way and opened us to us the scriptures? Has not the Lord Jesus opened to us the scriptures and presented to us things kept secret from the foundation of the world? Some have heard the reading of the evidence of the binding claims of the law of God and enjoined obedience to his commandments and have felt their characters to be in such contrast to the requirements that they had been placed in circumstances similar to Jehoiakim, king of Judah. They would have done as he did. A special message was sent to him to read in his hearing, but after listening to the three or four pages, he cut it out with a penknife and cast it into the fire. Zitat 31.1 Haben nicht die Herzen der Jünger Christi im Innern gebrannt, so wie er mit uns auf dem Weg gesprochen hat und uns die Schrift geöffnet hat? Hat der Herr Jesus uns nicht die Schrift geöffnet und uns Dinge dargelegt, die von Grundlegung der Welt her verborgen waren? Einige von ihnen haben die Lesung der Beweise der bindenden Ansprüche des Gesetzes Gottes und dem vorgeschriebenen Gehorsam seinen Gesetzen gegenüber gehört. Dabei empfanden sie ihren Charakter in solch direktem Widerspruch zu seinen Anforderungen, dass sie in ähnlichen Umständen wie Joachim, König von Juda, auf gleiche Weise gehandelt hätten. Ihm wurde eine besondere Botschaft zur Anhörung vorgelesen, aber nachdem er drei oder vier Seiten gehört hatte, schnitt er die Seiten mit einem Federmesser heraus und warf sie ins Feuer. But this could not destroy the message, for the word of God will never return unto him void. The same Holy Spirit who had given the first testimony, which was refused and burned, came to the servant of God who caused the first to be written in the roll and repeated the very message that had been rejected, caused the letter to be written and added a great deal more to it. Dies konnte jedoch nicht die Botschaft vernichten, denn das Wort Gottes wird nicht unwirksam zu ihm zurückkehren. Derselbe Heilige Geist, der das erste Zeugnis gegeben hatte, welches zurückgewiesen und verbrannt wurde, kam zum Diener des Herrn, welcher veranlasste, dass die erste in eine Schriftrolle geschrieben wurde, und dieser wiederholte die gleiche Botschaft, die verworfen wurde,
und veranlasste die letztere niederzuschreiben und fügte eine große Abmachung zu. Okay, so what is the connection that we are trying to establish here? Also, welche Verbindung versuchen wir hier gerade zu ziehen? Therefore we need to read text 32.1. Dazu müssen wir den Text 32.1 lesen. In his testimonies to the church, Jeremiah constantly referred to the teachings of the book of the law that had been so greatly honored and exalted during Josiah's reign. In seinen Zeugnissen für die Gemeinde verwies Jeremia ständig auf die Lehren im Buche des Gesetzes, das während der Regierung Josias so sehr geehrt und gepriesen worden war. So why does Ellen White call the text of Jeremiah the testimonies for the church or to the church? Aus welchem Grund nennt Ellen White nun das Zeugnis Jeremias als die Zeugnisse für die Gemeinde? What are the testimonies to the church for us? Was sind die Zeugnisse für die Gemeinde denn für uns? Okay, we know that the writings of Ellen White are the testimonies to the church. Also wir wissen, dass die Schriften Ellen White die Zeugnisse für die Gemeinde sind. And as we read first, it is the first test. Und wie wir gelesen hatten zuvor, es ist der erste Test. But what the king did here, what Jehoiakim did here? Also was Jehoiakim jetzt hier getan hat? Is that he rejected the spirit of prophecy. Er hat den Geist der Weissagung verworfen. And he cut it into pieces. Und er hat ihn in Stücke geschnitten. If you remember the line of the desolation of Jerusalem. Wenn ihr euch an die Linie der Zerstörung Jerusalems erinnert. And we still need to put it beyond also below. Und wir müssen dies jetzt hier auch noch darunter setzen. Then you remember that in this second generation the church started a very strange process. Dann erinnert ihr euch vielleicht, dass die Gemeinde einen sehr seltsamen Prozess begonnen haben. And it was first by Prescott. Und Prescott hat als erstes hat er angefangen. That they started to cut the testimonies of Ellen White and to put them together into new books. Und sie hatten angefangen, die Zeugnisse von Ellen White zusammenzuschneiden und in neue Bücher zusammenzufügen. Yeah, or perhaps you should say auseinanderzuschneiden. Yeah, they just took them apart and then put them together differently, right? And this is, I think, illustrated by what the king did. Also er hat sie die Zeugnisse auseinandergeschnitten und in einem neuen Zusammenhang zusammengesetzt. Und das ist das, was, wie wir gesehen haben, was der König hier getan hat. By taking a testimony apart, you throw it into the fire. Also wenn du ein Zeugnis auseinanderschneidest oder auseinandernimmst, dann ist es so, wie wenn du es in das Feuer werfen würdest. And you have been studying prophecy and I think you witnessed several times where we have issues because we don't have the complete text or we have text mingled that should not be put together. Where? Yeah, you have seen this in the also ihr habt das bestimmt ja auch schon mal gesehen in den Schriften von Ellen White oder Bücher, dass sie zusammengestellt wurden und dass verschiedene Texte auseinandergeschnitten wurden und wieder zusammengefügt wurden. But just remember early writings, vielleicht, 74. Vielleicht habt ihr das schon gesehen in den frühen Schriften auf Seite 74. Where the theologians try to make a point. Wo die Theologen versuchen, einen gewissen Punkt zu machen. They try to to sell the idea that Ellen White is talking about a specific idea. Und sie versuchen, das quasi so darzulegen, dass Ellen White eine gewisse Idee hier darlegt. That she wants to speak against the time setting. Und dass sie eigentlich hier gegen die Zeitbestimmung sprechen würde. And therefore she's setting just some minor examples. Und deswegen würde sie nur so unwichtige Dinge oder Beispiele nennen. And to make this point, they inserted a text, a paragraph, which was not part of the original text. Und aus diesem Grund haben sie dann einen anderen Text genommen und haben ihn in diesen Text hineingefügt. Therefore destroying the logic of her original writings. Und haben somit ihre eigentliche ursprüngliche Logik von ihrem Text zerstört. Because they were fighting against what she was saying about the chart and about the daily. Und das war alles aus dem Grund, weil sie eben ihre Idee über die Karten bekämpfen möchten. Or I don't know when this happened, but in the great controversy. Und ich bin mir nicht sicher, wann genau das geschehen ist, aber wenn ihr in den großen Kampf schaut, where Ellen White
talks about the 2300 year prophecy. Als wenn der Ellen White über die 2300 Jahr Prophezeiung spricht. The church inserted a text that had never been written by Ellen White. Und da hat die Gemeinde einen Text hinzugefügt, der niemals von Ellen White geschrieben wurde. Saying that the 2300 years is the longest time prophecy. Und dieser Text besagt, dass die 2300 Jahr Prophezeiung die längste Prophezeiung sein sollte. Oh yeah, this is cutting it with a knife, putting things in, putting things differently together, and by this throwing it into the fire actually. Also so sehen wir hier Beispiele, was es bedeutet, wenn man Sachen auseinanderschneidet und wieder neu und zusammenfügt. Also es ist wie, als wenn man es ins Feuer schmeißt. Or last day events, where the church, according to their logic, puts the events together, and it seems that Ellen White is giving us this logic. Oder wenn man sich das Buch Die letzten Ereignisse anschaut, hat die Gemeinde Schriften genommen und sie in einer gewissen Logik zusammengesetzt, die aber nicht der von Ellen White entspricht. Okay, and there are many, many examples. And it's specifically, it's dangerous for languages, und for foreign languages. Also es gibt hier noch mehrere Beispiele. Und wenn man jetzt vor allem andere Sprachen anschaut. Because most oftentimes in other countries they don't have the possibility to read English and so they just rely on what they have translated, right? Also wer eben andere Länder, die und die Leute, die kein Englisch sprechen, die haben es noch schwieriger, weil sie müssen sich halt darauf verlassen, auf diejenigen, die Bücher, die herausgegeben wurden. Let's also read the second paragraph of this text here. Lasst uns auch den zweiten Paragraph von diesem Text lesen. The prophet made plain the fact that our heavenly Father allows his judgments to fall, that the nations may now themselves to be but men. Psalm 9:20. If you walk contrary unto me and will not hearken unto me, the Lord had forewarned his people. I will scatter you among the heathen and will draw you out a sword after you, and your land shall be desolate and your cities waste. Der Prophet erläuterte die Tatsache, dass unser himmlischer Vater seine Gerichte hereinbrechen lässt, damit die Heidenvölker erkennen, dass sie sterbliche Menschen sind. Psalm 9, Vers 20. Wenn ihr euch mir widersetzt und mir nicht gehorchen wollt, so lautet die Warnung des Herrn an sein Volk. Werde ich euch unter die Heidenvölker zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen, sodass euer Land zur Wüste wird und eure Städte zu Ruinen. Okay, so interesting. Very interesting. And White connects this incident of Jehoiakim with Leviticus 26. Was hier jetzt sehr interessant ist, dass Ellen White dieses Ereignis von Jehoiakim mit 3. Mose 26 verbindet. This is what we are doing right now, right? Und das ist ja das, was wir hier gerade anschauen. So let's come to the next king, number 3, on page 122. Lass uns nun zum nächsten König kommen, dem dritten König auf Seite 122. Jehoiakim. And the quarrel of the covenant. Und die Bundesrache. Okay, we can start reading it in Leviticus 26, verse 24. Wir können 3. Mose 26 ab Vers 24 lesen. Then will I also walk contrary unto you, and I will punish you yet 7 times for your sins, and I will bring a sword upon you that shall avenge the quarrel of my covenant. And when ye are gathered together within your cities, I will send the pestilence among you, and ye shall be delivered into the hands of the enemy. And when I have broken the staff of your bread, 10 women shall bake your bread in one oven, and they shall deliver you your bread again by weight, and ye shall eat and not be satisfied. Ab Vers 24. So will auch ich mich euch widersetzen, euch siebenfach schlagen um eure Sündenwille. Und ich will das Schwert über euch kommen lassen, das die Bundesrache vollzieht. Und wenn ihr euch dann in eure Städte zurückzieht, will ich die Pest unter euch senden und euch in die Hand eurer Feinde geben. Wenn ich euch den Stab des Brotes zerbreche, dann werden 10 Frauen euer Brot in einem Ofen backen und man wird euch das Brot nach dem Gewicht zuteilen und ihr werdet es essen, aber nicht satt werden. Okay, the quarrel of the covenant. The Lord is going had a covenant with his people. Also was ist nun die Bundesrache? Der Herr hat einen Bund mit dem Volk geschlossen. But
if the people break the covenant and repeatedly break it and go rebel against the covenant. Aber wenn nun das Volk ständig diesen Bund bricht, immer wieder bricht es diesen Bund. The Lord will judge his people because they did so. Dann wird der Herr sie dafür ins Gericht ziehen. Okay, let's read the two texts that we have following up, 33. Lass uns dazu das Zitat 33 lesen. The prophet says, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and is become the habitation of devils. This is the same message that was given by the second angel. Babylon is fallen, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. What is that wine? Her false doctrines. She has given to the world a false Sabbath instead of the Sabbath of the fourth commandment, and has repeated the falsehood that Satan first told to Eden, the natural immortality of the soul. Many kindred errors she has spread far and wide, teaching for doctrines the commandments of man. Der Prophet sagt, und nach diesen Dingen sah ich einen weiteren Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme, Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden. Das ist dieselbe Botschaft, die auch durch den zweiten Engel verkündigt wurde. Babylon ist gefallen, weil sie mit dem Zorneswein ihrer Unzucht alle Völker betrunken gemacht hat. Was bedeutet dieser Wein? Ihre falschen Lehren. Sie hat der Welt einen falschen Sabbat gegeben, anstatt den Sabbat des vierten Gebotes, und hat die Unwahrheit wiederholt, die Satan zuerst in Eden der Eva vorgegaukelt hat, nämlich, dass die Seele unsterblich sei. Weit und breit hat sie viele ähnliche Irrtümer verstreut und trägt Lehren vor, die Menschengebote sind. When Jesus began his public ministry, he cleansed the temple from a sacrilegious profanation. Among the last acts of his ministry was the second cleansing of the temple. So in the last work for the warning of the world, two distinct calls are made to the church, to the churches. The second angel's message is Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And in the loud cry of the third angel's message, a voice is heard from heaven saying, come out of her, my people. Yet that ye be no partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues, for her sins have reached unto heaven, and God has remembered her iniquities. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, reinigte er den Tempel von seiner lästerlichen Entweihung. Zu den letzten Taten seines Dienstes gehörte die zweite Tempelreinigung. Genauso werden auch in dem letzten Werk der Warnung an diese Welt zwei unterschiedliche Aufrufe an die Kirchen gerichtet. Die zweite Engelsbotschaft lautet, Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie gemacht hat, dass alle Völker von dem Zorneswein ihrer Unzucht getrunken haben. Und in dem lauten Ruf der dritten Engelsbotschaft ist eine Stimme vom Himmel zu hören, die verkündigt, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nichts von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Okay, so remember that under Jehoiachin, we are under Jehoiachin, Nebuchadnezzar came and he destroyed the temple. Und erinnert euch, dass unter der Regierung Jehoiachins Nebuchadnezzar kam und den Tempel zerstörte. I understand this is a symbol of the cleansing of the temple. Und ich verstehe dies als ein Symbol der Tempelreinigung. Okay, so the core of the covenant is parallel or is what we understand the cleansing of the temple. Und jetzt unter dieser Bundesrache verstehen wir die Tempelreinigung. Jesus did this in his time and it is going to happen in our time again. Jesus hatte dies in seiner Zeit getan und es wird in unserer Zeit auch wieder geschehen. And this is what we saw and what we saw under the third step under Jehoiakim. Und es Jehoiachin. Ist das, was wir nun unter dem dritten Schritt unter Jehoiachin erkennen. Okay, but you can also go to Deuteronomium 28:48-50. Wir können dazu auch 5. Mose 28. Deuteronomy 28. 5. Mose 28 aufschlagen. Verse 48.
Therefore shall thou serve thine enemies, which the Lord has sent against thee in hunger and thirst and nakedness, and in want of all things, and he shall put you a yoke of iron upon the neck, thy neck, until he have destroyed thee. Vers 48. Musst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem, und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. And this we will see happen under Jehoiachin. Und wir werden sehen, dass dies unter der Regierung von Jehoiachin geschieht. The Lord shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as swift as the eagle flieth, a nation whose tongue thou shalt not understand, a nation of fierce countenance, which shall not regard the person of the old, nor shew favor to the young. Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Greis und mit den Knaben kein Erbarmen hat. This is something that was fulfilled under Jehoiachin with Nebuchadnezzar. Und das ist etwas, was unter Jehoiachin und Nebuchadnezzar erfüllt wurde. Alright, and to understand this logic, let's open Isaiah 28. Und um diese Logik noch besser zu verstehen, lasst uns dazu Jesaja 28 aufschlagen. Sorry, not Isaiah, it's Jeremiah. Entschuldigung. Jeremia 28. So this is history of the false prophet. Es ist hier die Geschichte des falschen Propheten. Verse 1, and it came to pass the same year in the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, in the fourth year and in the fifth month, that Hananiah, the son of Azur, the prophet, which was of Gibeon, spake unto me in the house of the Lord, in the presence of the priests and all the people, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, the God of Israel, saying, I have broken the yoke of the king of Babylon. Ab Vers 1. Es geschah aber in demselben Jahr, im Anfang der Regierung Zedekias, des Königs von Juda, im vierten Jahr, im fünften Monat, dass Hanania, der Sohn Assurs, der Prophet von Gibeon, im Haus des Herrn vor den Augen der Priester und dem ganzen Volk zu mir sagte, So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, ich zerbreche das Joch des Königs von Babel. Okay, one thing that we wanted to see is what does the yoke mean? How does the yoke connect to Jehoiachin? Also wir wollten sehen, was dieses Joch, in welcher Verbindung dieses Joch mit Jehoiachin steht. Within two full years will I bring again into this place all the vessels of the Lord's house, that Nebuchadnezzar, king of Babylon, took away from his place and carried them to Babylon. And I will bring again to his place Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, with all the captives of Judah that went into Babylon, said the Lord, for I will break the yoke of the king of Babylon. Binnen zwei Jahren bringe ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von hier weggenommen und nach Babel gebracht hat, wieder an diesen Ort zurück. Auch Jechonia, den Sohn Joachims, den König von Juda, samt allen Gefangenen Judas, die nach Babel gekommen sind, bringe ich an diesen Ort zurück, spricht der Herr. Denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. So, we are here in the time of Zedekiah. Jetzt befinden wir uns in der Zeit von Zedekia. But the false prophet, he gives a prophecy regarding Jehoiachin. Aber der falsche Prophet hat eine Vorhersage über Jehoiachin gemacht. His name also is Jeconiah. Und sein Name ist auch Jehonia. Like you can see it here in this text. Wie wir es hier in diesem Text gelesen haben. So there's a false message. There's a false prophecy in regard to Jeconiah. Also wir sehen hier eine falsche Botschaft, eine falsche Prophezeiung in Verbindung mit Jeconia oder Jehoiachin. So let's jump to verse 5. Then the prophet Jeremiah said unto the prophet Hananiah, in the presence of the priests and in the presence of all the people that stood in the house of the Lord,
Even the prophet Jeremiah said, Amen. The Lord do so. The Lord perform thy words which thou hast prophesied, to bring again the vessels of the Lord's house and all that is carried away captive from Babylon into this place. Nevertheless, hear thou now this word that I speak in thine ears and in the ears of all the people. Wir lesen weiter in Vers 5. Da antwortete der Prophet Jeremia dem Propheten Hanania vor den Augen der Priester und vor den Augen des ganzen Volkes, das im Haus des Herrn stand. Und der Prophet Jeremia sprach, Amen. So möge der Herr handeln, der Herr lasse deine Worte zustande kommen, die du geweissagt hast, dass er die Geräte des Hauses des Herrn und alle Gefangenen von Babel wieder an diesen Ort zurückbringe. Höre jedoch dieses Wort, das ich vor deinen Ohren und den Ohren des ganzen Volkes ausspreche. So and then Hananiah reacts, verse 10. Then Hananiah the prophet took the yoke from off the prophet Jeremiah's neck and break it. And Hananiah spake in the presence of all the people, saying, Thus says the Lord, Even so will I break the yoke of Nebuchadnezzar, king of Babylon, from the neck of all nations within the space of 2 full years. And the prophet Jeremiah went his way. Und die Reaktion von dem Propheten Hananiah lesen wir in Vers 10. Da nahm der Prophet Hananiah das Joch vom Hals des Propheten Jeremia und zerbrach es. Und Hananiah sprach vor den Augen des ganzen Volkes, So spricht der Herr, so will ich das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, innerhalb von 2 Jahren vom Hals aller Völker nehmen und zerbrechen. Da ging der Prophet Jeremia seines Weges. Then the word of the Lord came unto Jeremiah the prophet, verse 13, Go and tell Hananiah, saying, Thus says the Lord, Thou hast broken the yokes of wood, but thou shalt make for them yokes of iron. Es erging aber das Wort des Herrn an Jeremia, und jetzt Vers 13, Geh und rede zu Hanania und sprich, so spricht der Herr, du hast ein hölzernes Joch zerbrochen, aber du hast ein eisernes Joch an seiner Stelle bereitet. So under Jehoiachin, the quarrel of the covenant came upon the people. Also wir sehen, unter der Regierung von Joachim kam die Bundesrache über das Volk. At the same time the devil is establishing a false message. Und zur gleichen Zeit etabliert der Teufel eine falsche Botschaft. And our last step here, number 4, it's the last mention of the 7 times in Leviticus 26. Und unser letzter, der vierte Schritt, ist die vierte Erwähnung der 7 Zeiten in 3. Mose 26. Let's read verse 28 in Leviticus 26. Then will I walk contrary unto you also in fury, and I will chastise you 7 times for your sins. And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat. 3. Mose 26, Vers 28. So will ich mich auch euch im Krim widersetzen. Ja, ich werde euch 7-fach strafen um eurer Sünden willen. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne und das Fleisch eurer Töchter verzehren. Okay. This is just now under Zedekiah. Now we just see the culmination. Jetzt sehen wir unter der Regierung Zedekias den Höhepunkt. Even in the behavior of the people under the oppression, they will do things that are horrendous. Und wir sehen an den Aktionen des Volkes unter der Unterdrückung, in der sie waren, was sie für schlimme Dinge taten. And you can have a quick look into Deuteronomy 28. Und wir können auch nochmals in 5. Mose 28 hineinschauen. Well, is recorded what they did, wo what they would do. Aufgeschrieben wurde, was sie tun werden. Verse 53. And thou shalt eat the fruit of thine own body and the flesh of thy sons and of thy daughters, which the Lord thy God has given thee in the siege, in the straitness, wherewith thine enemies shall distress thee. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Alright, so I think we could establish these 4 kings and their relationship to the 4 7 times. Also ich denke, wir konnten nun den Zusammenhang aufstellen, welche die 4 Könige haben mit den anderen 4 Schritten. This does not deny at all everything that we taught on the 25-20.
Und es verneint jetzt nicht all das, was wir über die 25-20 schon gelehrt haben. But it just explains how we can understand Leviticus 26 a little better. Aber es erklärt nun etwas tiefer, wie wir 3. Mose 26 noch besser verstehen können. Because there has been an immediate application for the Israelites or for the Jews. Denn es gab eine sofortige Anwendung dieser Verse auf die Juden damals. Okay, and in the next hour we'll resume all this and we'll make some further lines and we'll try to connect the lines and take some conclusions. In der nächsten Stunde möchten wir nun noch ein paar weitere Linien dazu nehmen und diese zu verbinden, um dann eine Zusammenfassung und eine Schlussfolgerung zu ziehen. For now, let's close with a prayer. Lasst uns jetzt mit einem Gebet schließen. Heavenly Father, we praise you and we thank you for the Sabbath day. Himmlischer Vater, wir preisen dich und wir danken dir für den Sabbattag. May it be a day of rest for us. Lass es ein Tag der Ruhe für uns sein. And a blessed day. Und ein gesegneter Tag. Help those who are willing to come for our meetings. Hilf denjenigen, die zu unseren Meetings kommen möchten. That they may find ways and possibilities to join us. Dass sie die Wege und Möglichkeiten finden, zu uns zu kommen. And help us also that we may enjoy this day. Hilf du uns auch, dass wir diesen Tag genießen können. And the truth that your word is giving us. Und die Wahrheiten, die dein Wort uns lehrt. In Christ's name. In Christus Namen. Amen. Amen.